Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer kleinen News zum Fernbus-Simulator, weil ja am 10. Februar, also schon vor ein paar Tagen, kam ein Update zum Fernbus-Simulator und behebt so einige kleine Fehler. Und ja, ihr seht es schon bei dem Bus. Ja, die Mod-Community wird sich auf jeden Fall freuen, dass wir endlich im Patch 1.10.11.359, das sind Zahlen, ja nun endlich auch die Seiten sowie die Heckscheiben ja bepainten können. Das bedeutet, dass ja Mods, die im Vorfeld schon mal geladen wurden, die quasi so wie der hier Bus, da konnte man ja nur die Seiten und bei den einen oder anderen konnte man auch hinten schon mal was reinmachen oder raufschreiben. Aber so wie jetzt dieser Mod konnte man das nicht machen. Das kann zu den älteren ja, Skins für den Bus zu einigen Fehlern kommen. Ja, aber muss nicht sein. Ich habe jetzt die Mods, die ich gesehen habe, die haben immer den Fehler, dass hinten ja Flixbus draufsteht. Ja, aber es, denke ich mal, wird nach und nach behoben. Des Weiteren wird bei den Kasseler Bergen, da wurde ein bisschen was verändert. Wir gehen aber nochmal in den Bus, weil es gibt da auch noch eine kleine Sache. Es soll jetzt endlich auch der Rückwärtsgang richtig funktionieren mit der Kamera. Da gab es ja auch irgendwie Fehler, dass die Kamera nicht immer funktioniert hat. Und eine Sache, was ich schon tausendmal angesprochen habe, der Blinker. Ich blinke jetzt. Sagen wir mal, ich habe den Blinker auf Q gesetzt und drücke nochmal Q und dann ist er aus. Vorher war es so, wenn ich den Blinker links auf Q gesetzt habe und den Blinker rechts auf E, musste ich, wenn ich links geblinkt habe, Q gedrückt habe, wieder E drücken, um ihn auszumachen. Es geht natürlich, ja, ich blinke jetzt, sagen wir mal, mit E, mit rechts, und drücke dann quasi Q, dann geht er aus. Ja, aber ich kann auch zweimal E drücken, rechts, und nochmal raufdrücken, und dann ist er aus. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ich habe da schon oft darüber gemeckert, ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass es jetzt so funktioniert, ja, dass der Blinker ausgeht. Ja, sie wissen auch, dass die Community, gerade jetzt, wo man die Scheiben hier verändert hat, dass da einige so ein bisschen, oh, jetzt müssen wir wieder anfangen, aber ich denke mal, das ist der richtige Schritt. Des Weiteren gab es auch ein paar Soundprobleme oder gerade Huckel, wenn man über einen Huckel gefahren ist, dass man da halt kaum irgendwie einen Widerstand gemerkt hat. Bei der Autobahn, wir waren mal hier, ja gut, ich merke was, ja, aber ich finde, es fehlt mir immer noch, wir fahren trotzdem bei Rot, fehlt mir immer noch so ein bisschen die Rückmeldung beim Lenken. Das fehlt mir noch. Aber das mit dem Blinker ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Des Weiteren wurde auch, das können wir uns dann gleich nochmal im Menü angucken, wir werden das hier nicht so lange machen, dass man jetzt die reelle Zeit, die man jetzt gerade hat, das werden wir gleich ausprobieren, im Spiel, also wenn heute, wo ich das Video jetzt aufnehme, der 13. ist, dann kann ich das selber auch einstellen. Ja, so wie ich jetzt habe die Zeit, übernimmt er das. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. So, ja, was gibt es da noch Neues? Also, das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Vieles wurde an der Map so Kleinigkeiten, so zum Beispiel, dass die KI-Busse jetzt auch mit Licht fahren. Das soll jetzt sein. Die sind angeblich irgendwie nie mit Licht gefahren. Des Weiteren, doch ein bisschen mehr Rückmeldung im Lenkrad habe ich. Ich weiß aber nicht, ob sie da großartig was umgestellt haben. Ich denke mal, dass da was passiert ist. Des Weiteren, die Werkstatt, die man hat, da hat es ja immer so ein bisschen durchgeregnet. Wir sind mal rotzfrech, die KI hält auch an. Aber das mit dem Blinker finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich hoffe, dass die irgendwann mal jetzt die Mods oder ein Programm für die Mod-Community rausbringen, dass sie selbst auch Busse machen können. Ja, oder die Welt noch ein bisschen gestalten. Das würde für mich auf jeden Fall auch noch sein. Dann war noch irgendwie das, jetzt haben wir den Huckel. Jetzt gucke ich mal, ich halte mal ordentlich fest.
Finde ich jetzt immer noch nicht optimal. Mit der Vorderachse habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich über einen Huckel gefahren bin. Erst so, sagen wir mal, 3, 4 Meter hinter der Vorderachse. Also ist für mich jetzt auch nicht so hundertprozentig die Rückmeldung. Ja, das sind so der Rückwärtsgang, der funktioniert. Ja, der funktioniert. Hinter mir fährt ein Auto. Okay. Schauen wir mal. Ah, nein, komm, gucken wir mal noch ein bisschen. Dann soll noch was mit den Leerfahrten sein. Ah ja, gucken wir mal da hinten. Wie sieht's aus? Oh ja. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Ja. So. Dann kann man, glaube ich, die Rückfahrkamera mit der Maus irgendwie aktivieren, manuell quasi, ob man sie haben will oder nicht. Also, ja, so eine Kleinigkeiten halt, ne? So, wir fahren jetzt ganz kurz mal hier rum. Das Fahrgefühl vom Bus ist, wie gesagt, gut. Also, das kann man wirklich sagen. Aber ich frage mich, warum hier immer noch ein bisschen was fehlt, ne? Am Spiel hier. So ein bisschen Leben, ne? Und halt Mods. Aber das hatten wir ja alles schon, ne? Das können wir sagen. Ach, und noch was. Wollte ich noch sagen. Der ein oder andere hatte wahrscheinlich Probleme mit dem Spiel. Sein Spielstand konnte nicht geladen werden. Da kam, glaube heute am 13. nochmal ein kleiner Fix, dass es jetzt wieder funktioniert. Also einige haben dann schon reingeschrieben und sie haben schnell reagiert, muss man wirklich sagen, dass sie ihren alten Spielstand nicht laden konnten und deswegen, naja, das Spiel nicht richtig wieder fortführen konnten. Wir gehen jetzt schnell nochmal ins Menü, um uns nochmal den Bus anzugucken, was ich meine, ja, dass ihr das halt mitbekommt. So, hier ist es zum Beispiel. Ich kann jetzt mal so drücken. Ja, wir haben den 13.02., das stimmt. Wir haben jetzt bei mir 23:41 Uhr. 23:41 Uhr. Wow, das funktioniert. Ja. Ja, das ist ganz interessant. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was ich meinte mit der Lackierung. Es gibt schon ein paar Lackierungen. Das zum Beispiel funktioniert auch schon. Das ist auch eine neue Lackierung. Natürlich auf dem Steam Workshop. Und jetzt schauen wir uns mal an das hier. Und das meinte ich, ja. Das ist hier mit dem Flixbus noch nicht so richtig ausgeschnitten und, und. Also, das ist hier der einzigste Fehler, den ich jetzt so gesehen habe. Hier zum Beispiel auch mit der Maschine. Ich weiß nicht, ob das im Vorfeld auch so war. Hier passt es. Oder hier FC Bayern. Da stand ja irgendwie noch irgendwie ein Text hier drin auf der Scheibe. Das war alles okay. Hier merkt man auch, da fehlt ein bisschen was, ne, an den Texturen. Das ist nicht so richtig. Aber wie gesagt, das wurde jetzt alles gefixt und ich hoffe, dass jetzt die nächste Zeit die nächsten, ja, guten Mods ins Spiel kommen. Und das wollte ich eigentlich euch nur sagen. Und hier, wie gesagt, in Kassel wurde noch ein bisschen was überarbeitet. Und ich denke mal, da wird die nächste Zeit noch ein bisschen mehr kommen. Ne? Hier die Mods, ne? Alle aktiv. Und ich hoffe, wie gesagt, dass bald noch mehr kommt. Hier, ihr seht schon, die Version, die ich gerade gesagt habe, das ist ein neuer Fix. Der macht es mit dem Spielstand, falls ihr da Probleme habt. Aber da gibt es auch bei Steam und der Community, da wird dann nochmal erklärt, falls ihr das nicht laden konntet oder aber ihr habt im Vorfeld das gesichert, eure, ja, Spielstand, dann könnt ihr das jetzt auch wieder reinmachen und dann läuft die Luzi. So, das wollte ich euch nur ganz kurz sagen. Jetzt sind fast wieder 10 Minuten geworden. Falls ihr mehr solcher News sehen wollt oder ein eine Tour, vielleicht im Livestream oder, dann ab in die Kommentare. Ich möchte euch trotzdem mit dem Fernbus-Simulator erfreuen und ab und zu mal ein Video bringen und wir hoffen alle, dass es mit dem Spiel weitergeht und vor allem neue Mods für die Community oder ein Tool, dass die Community da ein bisschen was macht, weil dann habe ich gute Hoffnung, dass das Spiel auch noch in einem Jahr gespielt wird. Hashtag Euro Truck Simulator. Ne? Nehmt euch einfach ein Beispiel.
dann wird das auch mit dem Fernbus-Simulator wieder weiter aufwärts gehen. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Kurze News zum Fernbus-Simulator. Er ist noch nicht gestorben und ich habe ab und zu auch wieder ein bisschen Spaß mit dem Spiel. Mit den Worten, mach ich einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.